Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Ich stelle die Beschlussfähigkeit fest und eröffne die 98. Plenarsitzung. Zur Tagesordnung. Erledigt sind die Punkte 1 bis 5. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Deckung des Lehrkräftebedarfs bleibt vollumfänglich gesichert, Drucksache 19/4559. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Tagesordnungspunkt 54 und kann zusammen mit Tagesordnungspunkt 18 zu diesem Thema aufgerufen werden. Ich sehe keinen Widerspruch. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Kooperationen von Schulen und Unternehmen transparent und einflussfrei fördern. Drucksache 19/4562. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dann wird dieses Tagesordnungspunkt 55 und kann zusammen mit Tagesordnungspunkt 16 zu diesem Thema aufgerufen werden. Auch das ist der Fall. Vereinbarungsgemäß tagen wir heute bis 18 Uhr bei einer Mittagspause von 2 Stunden. Wir beginnen mit Tagesordnungspunkt 18. Hierzu wird Tagesordnungspunkt 54 aufgerufen. Dann folgt Tagesordnungspunkt 27. Dazu werden die Tagesordnungspunkte 15 und 22 aufgerufen. Nach der Mittagspause starten wir dann mit Tagesordnungspunkt 20. Jetzt habe ich noch Geburtstagsglückwünsche zu überbringen. Seinen Geburtstag begeht heute Herr Staatsminister Thomas Schäfer. Herr Schäfer, ich spreche Ihnen. Ich spreche Ihnen im Namen des gesamten Hauses die herzlichsten Glückwünsche aus. Wir haben schon Sekt hier oben. So, und damit können wir anfangen zu arbeiten.